Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Hof. Heute Mittwoch. Heute kühl. Ihr seht, ich habe Pullover an. Hat die Nacht geschüttet wie Hund. Mittlerweile ist die Straße wieder trocken. Gestern Abend ging das nochmal richtig los. Dann wurde es auch nochmal richtig schön stürmisch. Ja, und jetzt kann ich euch die mal komplett zeigen, nicht nur in Bildern. Da stehen sie drauf, die Jungs. Das Schöne ist, er ist der Letzte. Er ist der Erste und der da, der Zweite. Warum so beladen? Na, ganz einfach, weil ich die zwei Großen nicht zusammen auf einen Anhänger stellen kann, weil das einfach mal zu hohes Gewicht ist. Wir haben da vorne 8,9 Tonnen, 8,6, 7,9 Tonnen und der hier wiegt nur 6,3. Also 6,3 vorne und hinten dann 16 Tonnen drauf, etwas drüber. Das ist ein zu kleines Kontergewicht für da vorne, um die beiden auszugleichen. Und dann ziehe ich 16 Tonnen hinter mir her, das ist geisteskrank. Und außerdem wäre das dann auch zu schwer für den Anhänger. So passt das gut. Und deshalb muss ich dann den runterfahren beim ersten, den abladen. Vielleicht schmeiße ich den auch gleich runter, lade das um. Oder ich lade den wieder auf und lade den nochmal ab. Das weiß ich noch nicht so genau, weil irgendwie habe ich auch nicht so die Lust, 8 Gurte abzumachen und dann wieder 8 Gurte ranzufummeln. Dann lieber den kleinen mit 6 Gurte zweimal abladen. Das geht schneller und ist einfacher, als alles runter zu rupfen und wieder neu anzufangen. Nee, das lassen wir dann mal. Ja, im Übrigen ein recht schönen Dank und Respekt an diese Autofahrer. Man sieht, man hat mir mal Platz gelassen zum Rangieren. Das ist echt extrem selten. Aber hier haben es die Leute wohl drauf. Oder sie haben es in den Jahren gelernt, dass man bei LKWs nicht bis 2 Meter oder einen halben Meter an die Stoßstange ranfährt, weil der nicht so ausparken kann, wie ein PKW ausparkt. Ist ja klar. Weil wenn du dich drehen musst in der Mitte, schwenkt hinten der Arsch aus. Und wenn da Laternen stehen, wenn du näher dran stehst, dann hast du ein Problem. Auch bei dem hier. Der hat auch sehr viel Platz zu mir nach vorne gelassen. Das sind mal locker 3 Meter. Also da muss ich sagen, hier im Hof, da haben die Leute mal echt Rücksicht genommen. Respekt dafür, muss ich mal so erwähnen. Ja, hier sieht man ja nun mal einfach Hecke. Das wäre jetzt nicht so dramatisch, wenn man da reinrauschen würde. Gibt aber noch die ein oder andere Schramme oder reißt dir sogar die Begrenzungslampe ab, wenn du da einen festen Strauch hast. Das wäre dann auch blöd, ne? Das müssen wir auch nicht haben. So, wie ihr hört, Kasimir rennt sich schon wieder warm. Schon wieder Luft aufgepumpt. Hinten hat sich der Tisch schon wieder abgesenkt. Den habe ich schon wieder angehoben. Ich weiß nicht, wer hält die Verriegelung einfach nicht. Da hat die Firma FVG schon mal nachgeschaut. Haben sie auch schon mal ein Teil ausgewechselt, weil da eine Arretierungsnase weggebrochen war. Ich vermute mal, weil das ja hydraulisch gesperrt wird, da soll das Hydraulikventil das oben halten. Und dieses Metallteil oder Stahlteil mit der Nase dran dient als zusätzliche Sicherung. Meiner Meinung nach ist das Langloch da unten zu lang, sodass die Nase nie anliegt. Und das Hydraulikventil scheint das wohl nicht zu halten. Deshalb klappt der Tisch während der Fahrt immer weiter runter. Das ist jetzt von waagerecht gestern, wo ich geladen habe, bis heute Morgen. Ich habe den schon wieder angehoben. War der ca. 15 cm abgesenkt. In die Schräge. Jetzt wird man denken, naja gut, ist nicht so schlimm. Es ist halt ein bisschen schräg. Das Doofe ist, wenn du den Gurt hier von dem Rad natürlich an dem Tisch da hinten mit dran hast, ja, dann spannt der sich immer mehr und quetscht den Reifen immer mehr. Dann hast du immer mehr Spannung auf den Gurt. Und irgendwann ist der überdehnt und fliegt dir um die Ohren. Ja. Deshalb muss ich das dann mal wieder anheben. Naja. Vielleicht, ich muss ja irgendwann noch mal hin, in der Start-Stopp-Anlage. Vielleicht finden wir doch noch mal den Fehler. Wir schauen mal. So, und jetzt fahren wir mal los und toben mal zum ersten nach Ostrau ins Jahnstal. So nennt sich das da wohl. So ist das auch eingeschrieben in der Karte. Aber der Ort nennt sich Ostrau und da ist der erste John Deere-Händler. Jawohl, das ist alles ein Händler, den ich jetzt drauf habe.
wo ich 3 Filialen von ihm beliefer, sozusagen. Wer war da? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Name war. War ganz komisch. Habe ich auch noch nicht gehört und auch noch nie gesehen. Aber gut, vielleicht irgendwie was Neues. Vielleicht hat der mehrere Händler aufgekauft oder eine Gruppe aufgekauft oder einen anderen Händler, der mehrere Filialen hatte. Ich weiß es nicht. So, also, tun wir mal los aus Hof. Ab geht er. Thank you.
Ja, jetzt erzählt er mir wieder, meine Positionslampe hinten links ist kaputt, deswegen pimmelt er wieder. Das macht er jetzt jedes Mal hier bei irgendeiner Erschütterung. Muss ich gleich mal beim Händler die Glühlampe auswechseln. Ja, jedenfalls sind wir jetzt schon mal auf der 169. Wir sind hinter Chemnitz bei Hainichen runtergefahren, um jetzt hier geradeaus hochzufahren nach Dübeln. Dann brauchen wir nicht die Autobahn über Dreieck Nossen fahren. Das geht ja hier viel schneller und viel besser. Fahren wir an Dübeln vorbei und dann kommt eine Umleitung, weil dort wieder mal die Bundesstraße 169 gesperrt ist wegen Bauarbeiten. Ja, so steht es da drin. Mal sehen, ob er recht hat, der Herr TomTom. Ja, jetzt haben wir noch dann mit der Umleitung 18 Kilometer und der Händler ist, nennt sich SL Connect. Ich kenne ihn unter SL, S und L, so rum, S und L, nicht SL, S und L. Jetzt heißt er S und L Connect. Ich weiß nicht, mit wem der sich verbunden hat, ob der jemand aufgekauft hat oder was. Keine Ahnung. Ist mir aber auch Brille. Mein Ziel ist es ja nur, ihn seine drei Johnnies auf seine drei Standorte zu bringen. Und dann bin ich auch schon glücklich, wenn ich sie runter habe. Ja, ob wir das heute alles schaffen, mal gucken. Ich weiß es ja noch nicht, weil der letzte, der ist ja nochmal ein ganzer Ritt runter und der nach Sonnewalde, das geht ja alles über Riesa, alles Landstraße nach oben. Das kann dann schon ein bisschen dauern. Aber gut, da werden wir jetzt mal sehen, wie wir jetzt hier erstmal vorankommen, wie das mit der Umleitung ist, wenn die da ist und wie das dann weiterläuft Richtung Sonnewalde. Vielleicht kommt ja auch noch die eine oder andere Umleitung oder irgendwas anderes. Wir werden sehen. Aber jetzt erstmal Richtung Döbeln und dann schauen wir mal, dass wir es abgeladen bekommen. Den ersten. Ja. So, jetzt sind wir also mitten in Döbeln und die Umleitung ist jetzt hier ausgeschildert. Also die 169 ist da tatsächlich gesperrt. Also müssen wir jetzt hier mal durch Döbeln durcheimern, durch die Stadt. Und da habe ich mir jetzt einen Weg rausgesucht, der mich da direkt nach Ostrau hochführt. Ich weiß nur nicht, ob das auch die Umleitungsstrecke wäre. Wenn sie das nicht ist, dann ist es mal wieder meine eigene Geschichte, damit ich direkt da dahin komme. Mann, halt doch mal die Klappe, ey. Ich weiß es doch nur mittlerweile. Du nervst ab, ey. Jeder Huckel hier. Immer wieder. Das ist immer, wenn der Glühfaden wieder zusammenkommt und wieder auseinander geht, dann gibt es immer wieder eine neue Fehlermeldung. Oh, das nervt aber auch ab, ey, ehrlich. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ihr hier alle 2 Sekunden hier gefühlt anfängt zu bimmeln, ja. Mann, Mann, Mann. Ja, also durch Riesa, durch Döbeln durch. Hier habe ich auch schon mal ein Wochenende verbracht. Hier gibt es auch einen Kunden, den wir hier haben, der vermietet oder nein, der verkauft Mobiltoiletten in so eine, ja, in diese Toilettenwagen. Und, ich muss ja hier rum. Ja, das ist gut. Passt. War ich jetzt in der falschen Spur? Gar nicht mitbekommen. Ja, jedenfalls haben wir den hier auch und da musste ich dann am Montag laden und da habe ich das Wochenende hier mal in Döbeln verbracht. Auch sehr nett hier. Nettes Örtchen, nette Stadt. Das hält man hier auch gut aus. Kann man mal haben. Da war sogar irgendwie ein Festival oder sowas, wo ich hier war. Das war also schon sehr interessant. So, dann fahren wir mal hier rein. Rum. Dann hätte ich ja auch theoretisch da vorne geradeaus fahren können. Jetzt komme ich ja gefühlt wieder auf dieselbe Straße. Naja. Oder auch nicht. Ja, also wie ihr seht, es ist immer alles ein bisschen kleiner, schmaler und überhaupt, oh, Dankeschön, sehr nett. Manchmal geben sie ja nochmal Gas und schnell, husch, durch, LKW. Ja, fahren wir mal hier so ein bisschen durch die kleinen Gassen durch. Der alte Herr kriegt sich gar nicht mehr ein, der war jetzt völlig erstaunt. Was fährt hier durch? Traktoren?
Ich glaube, hier fahren nicht so oft die LKWs lang mit der Größe. Ich glaube nicht. Naja. Aber so ist das, wenn man sich mal seine Wege selber sucht. Dann können die Leute auch mal selber staunen, was hier so durch die Kleingassen passt. Ach ja, so ist das. Hier auf der rechten Seite haben wir eine Kirche. Die hat auch eine gute Geschichte. Und da an dem Eingang, den man da so sieht, da habe ich mich dann an dem Tag unterstellen müssen, weil es dann auf einmal schlagartig angefangen hat zu regnen. Und dann stand ich da mal eine halbe Stunde drin, habe gewartet, bis das mal vorbei war. Weil ich natürlich nicht für Regenwetter ausgestattet war in dem Moment. Ja, so kann es dann gehen. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier rumkommen. Vielleicht fährt er mal weg, dann komme ich da besser rum. Weil das wird doch ein bisschen eng, da muss ich nämlich ein bisschen mehr ausholen. Das wird sonst hier nämlich nichts mit dem Bordstein. Dann rumpel ich da nämlich drüber und das wollen wir ja nicht haben.
Anmoderung. So, erste Umladung fertig. Ich hab gesehen, wie das geht. Das ist ja nur rauf und runterfahren, mehr ja nicht. Und eben nochmal neue Gurten, aber ansonsten ist es ja nicht so dramatisch. So, dann mache ich jetzt auf die Außenseite fertig. Papiere, bekomme noch einen Kaffee, hat man mir schon gesagt. Den werde ich noch mal gut trinken und dann geht es weiter zum zweiten. Ja. Schon langsam mal im Zielanflug. Jetzt sind wir gerade in Sonnewalde und hier geht es auch gleich wieder raus. Das liegt am Ortsende. Die Firma S&L Connect, hier vorne war auch gerade ein Gebäude, da war noch mal ein Schild dran, was hier in diese Richtung zeigte. Hier haben wir noch die alten Bauten, die alle modernisiert wurden. Jetzt haben sie auch mal Balkone dran. Hatten die früher, glaube ich, gar nicht. Tja, jedenfalls müssten wir in 1,5 Kilometern S&L schon mal sehen. Wenigstens ist das Wetter trocken, es ist zwar ein bisschen windig und 14 Grad. Wichtig ist, dass es trocken ist. So, hier sollten wir rein, da ist schon der Hirsch, da ist schon der springende Hirsch auf der linken Seite, riesengroß, ja wunderbar. Bei dem war ich noch nicht. Nee, bei dem war ich noch nicht. Da muss ich erstmal gucken, wo geht das hin. Drüben ist Gebrauchtmaschinen, gut, da wollen wir nicht hin. Dann geht es hier gleich zu den neuen Maschinen. So, schauen wir mal, der bleibt da schon stehen. Aha. Fahren wir mal hier rauf auf den Hof. Halt, 7,5 Tonnen. Okay, dann fahren wir hier rauf. Alles klar. Dann haben die hier ihren Abladeort. Guck an. Ja, hier ist ja auch noch mehr Platz. Na, guck. Ach, na, hier kann ich mich ja austoben. Heilalialalo. Sehr schön. Ja, machen wir das mal. Dann stelle ich mich mal neben dem Mähdrescher. Dann drehe ich nachher um. Ach, der lädt da gerade einen Rasenmähertrecker. Oder drehe ich auch um? Ne, ich drehe auch um. Denn wenn ich schon mal gedreht habe, ist das schon mal gut. Das ist besser. Oh, was haben wir denn hier alles stehen? Hier ein Schwader, das ist eine Wiesenschleppe, Mähwerke zur Grasmähung. Ach, ein Futtermischwagen, selbstfahrender Futtermischwagen. Eieiei, Köckerling. Alles mit Köckerling wieder. Guck an. Federzinkengrubber, Scheibenegge, naja, gucke schau. So, fahren wir ein Stück zurück, damit er hier ein bisschen Platz hat. Ich weiß auch nicht, ob er noch mehr laden möchte. So, ja, ich weiß, Fahrzeit ist ran. Und wir machen Pause. Zack, dann kann ich hier in Ruhe noch was essen, naja. Das ist wunderbar, hier hat man wenigstens Platz zum Stehen. So, dann werden wir mal uns melden gehen.
Kann ich? Komm mal näher ran. Aha, jetzt hört man ja wieder nichts. Ach, man braucht mich auch nicht sehen. Ach, so, fertig. Jetzt nehme ich euch gleich mal mit rein und zeige euch den mal kurz von drin. Vorerst mache ich das hier fertig. Ja, also ihr seht, ähnlich wie Valtra, vorne gehen in eine Leere. Nichts mehr. Monitor hier für kmh-Umdrehung, Tank, Blue. Tank, wie wir sehen, immer ab Werk fast leer. Eigentlich schon leer. Mal sehen, ob wir noch rüberkommen. Wassertemperatur und hier Druckluftanlage. Wir sind gerade im P, wir parken. Und wir haben den Allradantrieb eingeschaltet. Den können wir gleich als allererstes rausnehmen. Dann haben wir hier das kleine System, wo ich immer die Federung aktiviere oder deaktiviere, wenn ich ihn beladen habe. Hier haben wir schöne Schieberegler, das sind die ganzen Steuereinheiten, also die Hydraulikanschlüsse hinten. Und hier unten haben wir ein Menü, da gehen wir da drauf. Dann kommt oben Federung, da gehen wir drauf. Und die ist jetzt auf Automatik. Und, oder noch nicht, nee, der ist noch unten. Ich starte den mal. Jetzt wird das System nochmal hochfahren. Und dann piept er auch nochmal. So, nun komm. So, und dann machen wir hier auf Automatik. Und dann fährt er vorne, sieht man jetzt bloß nicht, die Federung hoch. Das ist nicht viel. Aber wenn du im Werk bist, dann ist er auf maximal eingestellt. Und dann, wenn du ihn runterfährst, dann merkt man das auch. So, dann gehe ich hier wieder raus. Hier hat man auch Getriebeeinstellungen und Heckkraftheber, die sind ja hier hinten, etc. pp., wie man sieht. Und viele andere schöne Sachen. Also damit arbeitet dann der Traktorist sozusagen. Ja? So, alles andere ist immer das gleiche. Pedalerie, außer er wird gefahren hier aus P raus und rückwärts. Und dann zeigt er da drüben rückwärts. Und dann brauchen wir im Grunde genommen nur noch Gas geben. Und den Allrad nehmen wir mal raus. So, jetzt geht das nämlich. So, und dann haben wir hier Stopp. Und dann sieht man jetzt, wenn ich nach vorne mache, dann fährt er nach vorne. Also, das Symbol. Jetzt düsen wir los. Und das ist stufenlos wieder mal, wie alle anderen auch. So, ab hinüber zum Hauptsitz. Vom Abladeplatz rüber zur Firma. So, dann mache ich jetzt mal aus. Ich hoffe, ihr habt's. Ach so, und da sieht man nochmal die Aufnahme für den Frontlader. Und hier sind die Hydraulikanschlüsse mit Schnellkuppler für den Frontlader, weil der braucht ja auch die Ölzufuhr. Ne? Also Ölversorgung, Hydrauliköl für Heben, Kippen und sowas alles. Und dafür brauchst du halt den Anschluss. Schnellkuppler aufmachen, ranhängen, zumachen, fertig. So, und da sind wir schon drüben. Da steht noch ein großer, das ist auch ein altes Monster. Und noch ein schöner 8100er Häcksler mit einer Pickup, die Gras aufnimmt für Grassilage. Oder einfach nur so, wenn man noch Heu mit aufnehmen will. Ja, Leute, ich hätte es euch gerne live gebracht, aber der Wind war so stark, das war nichts. Also, hier haben wir mal einen Abschiebewagen der Firma Joskin. Abschiebewagen deshalb, weil die Stirnwand, wie ihr seht, nach hinten gezogen wird. Und zwar hat der einen Rollbandboden. Das ist ein Boden, der hinten aufgewickelt wird oder unter den Anhänger lang gezogen wird. Und dann wieder die Wand zurückgezogen wird und dann kommt der Boden wieder nach oben. Somit wird das Ladegut abgeladen. Und an den Seiten, da wie mein Finger zeigt, da sind Gummidichtungen eingesetzt, damit eben das Erntegut abgestreift wird von den Wänden und auch nicht wieder nach hinten zurückfallen kann in diesem Spalt, damit das eben drunter kommt. So, dass das kein Kipper ist, erkennt man halt daran, dass eben das Oberteil mit dem Rahmen verschraubt ist und da unten auch nirgendwo ein Zylinder ist, wo man dann daraus schließen könnte, dass es ein Kipper wäre. Hier die Verschraubung von dem Oberteil zu dem Rahmen, also im Aufbau und Rahmen. Und da unten ist auch nirgendwo ein Kippzylinder zu sehen. Deshalb ist es ein Abschieber. Daran ist es zu erkennen. Hier haben wir noch ein hydraulisches Fahrwerk, hydraulische Federung mit dem Anschluss und gleichzeitig ist die letzte Achse auch mitlenkend. Das ist schon ganz praktisch bei dem Gerät. Hier haben wir dann von Köckerling einen Federzinkengrubber. Hier war ich mir nicht so sicher, ob das Gänsefußschare sind. Da gibt es nämlich etliche Schare zum Anbauen. Und hier hinten haben wir wieder die
Keilringwalze. Wie man das ja sieht, die setzt sich da in der Nut halt zu mit Schmutz und damit wird halt der Anpressdruck größer, wie man es da hinten auch noch sieht. Da ist noch der Restdreck drin. Damit wird der Anpressdruck größer und arbeitet halt auch besser. Dann hatten wir eben gerade den Doppelstriegel, der ist auch nochmal hier oben in der Klappung und da seht ihr auch nochmal, wie die zugesetzt sind, die einzelnen Segmente. Und wenn wir jetzt nach vorne gehen, kommt da nochmal eine Messerwalze. Hier haben wir sie. Die wird gebraucht, wenn man zum Beispiel Bodenbearbeitung macht auf einem abgeernteten Feld, wo noch die Stoppeln stehen, ob vom Stroh, Mais, Raps etc. Da wird vorher rübergegangen, das wird dann damit nochmal zerkleinert. Auch Strohreste, die auf dem Boden liegen, die nicht aufgenommen wurden, werden damit zerkleinert und dann wird das besser eingearbeitet mit der ganzen Messerwalze. Außerdem ist das eine Vorsorge gegen den Maiszünsler, diesen kleinen Parasiten, der da drin wohnt, in diesen Halmen von dem Mais, weil die ja so lang sind, die Halme. Und wenn die zerstört werden, hat er eben keine Chance zum Überleben oder zum Überwintern. Ja, hier haben wir dann nochmal einen Federzinkengrubber. Auch wieder mit der Keilringwalze hinten dran und dem Striegel. Und hier haben wir dann nochmal einen Grasstriegel oder Wiesenstriegel auch genannt, der bei Klappung die Striegel rausdreht und damit dann die Erdhaufen von Maulwürfen und so weiter und so fort ein bisschen einebnet, damit es ein bisschen glatter wird. Hier haben wir dann nochmal eine Scheibenegge, wo die Teller unten noch fehlen. Die sind auch vom Transportmodus her. Die Kanten da dort, diese Spitzen, die sind saumäßig scharf. Da habe ich mich schon öfters dran gerissen. Das tut nicht nur weh, sondern verheilt auch recht schwierig. Zumindest bei mir. Und da vorne lagen eben gerade noch die Scheiben, die da rankommen. Und hinten haben wir dann wieder die Keilringwalze mit Einfachstriegel. Und dasselbe dann nochmal in der Klappung. Ja, dann haben wir jetzt hier das Federelement, welches dafür dient, wenn die Scheibe auf einen Stein trifft, dass sie nach hinten gehen kann, aber auch wieder zurückgezogen wird. Also, dass sie flexibel arbeiten kann. Und da war nochmal der Zylinder oder die Zylinder links, rechts für die Klappung. Ne? Ja. Dann haben wir da noch einen schönen Futtermischwagen, einen selbstfahrenden Futtermischwagen der Firma Kuhn. Der mit der Fräse dort oben, also hier vorne ist die Fräse, da wird der Schutz hochgeklappt. Dann wird das Erntegut mit der Fräse dort durch den Schacht nach oben in den Trog reingefüllt. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Dann haben wir hier hinter der Kabine gleich den Motor. So, und dann haben wir hier den Trog und jetzt gucken wir mal drunter. Dann sehen wir nämlich gleich, wie viele Mischschnecken er hat. Er hat nämlich zwei Mischschnecken drin. Einmal ist da ein Getriebe und einmal ist hier vorne das Getriebe. Und daran sieht man dann schon von außen, dass er innen zwei Mischschnecken hat. Die haben auch noch Messer und Magneten dran, damit man oder damit sie das besser unterrühren. Man muss sich das vorstellen wie so ein Quirl. Die beiden arbeiten ineinander. Mit den Messern zerkleinern sie das noch und mit den Magneten werden eventuelle Metallteile rausgefiltert, die auch mal sein können. Dann haben wir die Zuführung von anderen Futtermitteln wie Schrot oder so, kommt dann von oben rein mit dem Frontlader, weil das geht ja nicht mit der Schnecke. Das funktioniert ja nicht. Hier hinten haben wir dann nochmal den Tank und die Lenkung. Da war auch der Tankstutzen, der ist da oben zu sehen, der schwarze. Ich zeige ganz woanders hin. Und dann haben wir hier das Futterband, also das Auswurfband sozusagen. Da wird dieser Schieber hydraulisch nach oben gezogen. Der ist stufenlos verstellbar. Also man kann da die Ausfüllmenge damit variieren. Und dieses Ausfuhrband hat dann noch unten eine Kinematik und damit kann es dann nach vorne geschoben werden, also weiter rausgeschoben werden, damit man näher an den Futtertrog rankommt, beziehungsweise an die Futterrinne. Heute geht es ja nicht mehr in die Tröge. So, und auf der anderen Seite hat er das nicht. Da hat er nur einen Schieber, den er hochmachen kann. Entweder, dass er alles rauswerfen kann oder anders abwerfen kann, wenn er nah genug rankommt. Oder aber, dass man vielleicht auch mal das Gerät besser reinigen kann. Hochschieben, reinklettern, reinigen. Das wäre auch noch plausibel. Da bin ich mir aber nicht so schlüssig. Weil normalerweise haben sie auf beiden Seiten dann diese Auswürfe mit dem Band.
Ja, verladen tue ich die Dinger meistens selbst. Bei den Händlern oder auch ja, im Werk nicht. Das machen die Leute dort, aber meistens bei den Händlern oder wenn man die Vorführer abholt. Das hier ist zum Beispiel ein Vorführer. Wenn wir die immer umsetzen, dann mache ich das selber beim Bauern abholen oder eben beim Händler selber aufladen. Weil die Jungs, die haben ja nicht immer so die Zeit. Dann lasse ich mich da kurz einweisen und dann fahre ich den in aller Ruhe rauf, fummel mir das mal zurecht und dann ist das gut. Ja, und dann steht da noch allerhand anderes Gedöns rum. Aber ich denke mal, das sollte jetzt für den Anfang erstmal reichen. So, Kasimir, da und meiner einer. Ah ne, komm, da stehen sie, die Jungs. Jawohl, wir stehen mal wieder auf der Straße, wie immer, da. Ja, morgen früh 7 Uhr. Sollen die da sein? Dann fahren wir mal weiter nach Neustadt in Sachsen. Ja. Neustadt in Sachsen. Da gibt es dann mal ein Reisemobil. Ja. So. Und wenn wir das dann haben, dann fahren wir nach Gelnhausen. Habe ich ja schon mal gesagt. Das ist ja da zwischen Fulda und, ja, ich sag mal jetzt Groß-Frankfurt. So. Offenbach. Offenbach da oben. Kann sein, ja. Ja, und dann fahren wir eben wieder Freitag laden hier bei John Deere. Da holen wir wieder welche ab. Ich weiß aber nicht, ob 2 oder 3. Das haben sie mir noch nicht mitgeteilt, das weiß ich noch nicht. Da gucken wir mal. Da lassen wir uns mal überraschen. Ja, warum? Im Fall ihr euch fragt, warum ich den Kleinen jetzt da in die Mulde reingestellt habe und überhaupt vorne und nicht hinten gelassen habe, ne? Naja, relativ simpel die Antwort. Was ist denn einfacher? Einen Rucksack zu tragen oder ewig, also auf eine große Distanz einen Rucksack zu tragen oder einen Bollerwagen hinterher zu ziehen? Und wenn du den statt da hinten hier vorne hast, egal ob jetzt in der Mulde oder nicht, ist das natürlich für das Fahrzeug wesentlich einfacher zu fahren. Für mich ist es angenehmer zu fahren, weil ich nicht das Gewicht hinterher ziehe. Ja. Dadurch verbraucht man auch weniger Kraftstoff, also fährt effizienter. Und wenn du irgendwelche Bremsmanöver hast oder so oder andere Dinge, dann hast du eben das Gewicht hinten im Nacken und nicht da hinten auf dem Anhänger und vorne einen leeren Motorwagen und dann schiebt er dich weg. Und deshalb steht er da vorne. Und in dem Mulde, da weiß ich gerade offenbar. Ich werde die auch gar nicht zumachen. Ich werde die gleich offen lassen. Ich werde das Reisemobil morgen, das wiegt ja bloß 2,5 Tonnen oder so. Das stelle ich auf den Anhänger und dann lasse ich alles so, wie es ist, offen, damit ich für Freitag schon wieder alles offen habe. Sonst fange ich wieder von vorne an mit Umbauen. Die Hunde sind schon wieder am Bellen da hinten bei der Firma. Eieiei. Da will aber auch keiner hin. Ja, der Sonnenuntergang ist da. Es wird jetzt schon frisch und kühl. Ja, ich werde jetzt noch die Gurte abmachen. Sieht schön aus hinter den Bäumen. Ja, ich werde jetzt noch die 6 Gurte abmachen und dann fahre ich ja hier morgen früh runter. Ich fahre ja nicht bei denen extra auf den Hof. Ich fahre den gleich runter, zack, und dann ist alles gut. Dann hat sich das erledigt. Ja, so, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Halt, stopp, falsch rum. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut, wie immer. Wir sind durch mit dem Mittwoch, Gott sei Dank. Ich hoffe, mit der ein oder anderen Erklärung von den Maschinen, was ich vorhin gemacht habe, war etwas hilfreich. Interessiert vielleicht den einen oder anderen. Ich dachte, ich nehme es mal mit, weil die alle gerade so vertreten da standen. Und habe da eben mein Bestes für gegeben. Und wie immer, wenn einer was anderes weiß, dann wäre es gut, wenn er es mal mitteilt. Denn ich weiß auch nicht alles. Ich bin ja nicht vom Fach. Ich weiß nur das, was ich selber weiß, was ich mir erlesen habe oder mal erklärt bekommen habe. Das kann ich weitergeben. Wenn es denn nicht hundertprozentig korrekt ist, ja, bitte dann um Berichtigung. Ja? Also, in diesem Sinne entlasse ich euch in den Abend. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.